Sei gegrüßt und herzlich willkommen bei TestVenture. Ich zeige dir in diesem Quick-Tutorial, wie du deinen Amazon Fire TV Stick über einen Ethernet-Adapter per Kabel mit dem Internet verbinden kannst. Ebenso erfährst du, warum das eventuell für dich Sinn machen könnte. Los geht's! Zunächst haben wir unseren Fire TV Stick von Amazon meistens über das vorhandene WLAN verbunden. Nun kann es sein, dass dein Router nicht optimal steht, um eine saubere Verbindung herzustellen. Lags, Ruckler oder eine schlechtere Bildqualität sind die Folge. Es kann für eine optimale Geschwindigkeit Sinn machen, den Fire TV Stick über einen Adapter mit dem Internetkabel zu verbinden. Wenn du ähnliche Probleme hast oder so Interesse besteht, dann findest du den passenden Link zum Adapter in der Videobeschreibung. Achte unbedingt darauf, dass der Adapter nicht mit der ersten Generation an Fire TV Sticks kompatibel ist. Kommen wir nun zur Verkabelung. Dafür nimmst du den Adapter und steckst ihn über das Micro-USB-Kabel in den Fire TV Stick. Am Adapter findest du nun die LAN-Buchse für das Internetkabel und den Micro-USB-Anschluss für die Stromversorgung. Stecken wir nun den Fire TV Stick an unseren Fernseher. Denke daran, das Ethernet-Kabel in einen freien Routerport zu stecken. Da ich meinen Fire TV Stick vorher schon über WLAN verbunden hatte, muss ich das WLAN jetzt noch deaktivieren. Geh dafür in die Einstellungen und in das Menü Netzwerk. Du kannst sofort sehen, dass mein Kabelnetzwerk schon automatisch verbunden wurde. Ich starte zur Überprüfung noch einen Speedtest. Der sieht bei mir positiv aus und ich kann ohne Probleme meine 4K-Serien oder Filme schauen. Das sollte auch deine Probleme gelöst haben. Das soll's gewesen sein. Den Adapter findest du wie erwähnt in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über jedes Like, Kommentar oder auch kostenlose Abo. So kannst du uns weiterhelfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine TestVenture Crew.